Willkommen auf unserem Kanal und wir haben heute ein neues Video für euch vorbereitet. Ja, der erste Einblick ist scheiße, hat ja gar nichts mit Airsoft zu tun. Was sitzt der am Computer? Was ist denn das für ein Blödmann? Ja, ich will euch auf jeden Fall was zeigen, was sehr interessant ist und wie ihr das auch machen könnt, beziehungsweise was es für, also in unseren Augen, Revolutionäres geht. Das zeige ich euch nach dem Intro. Viel Spaß. So, sind wir wieder da und ihr seht schon, ich habe mein Spiel gestartet. Viele werden das vielleicht schon spielen von euch oder kennen auch von euch, und zwar Far Cry 5 handelt es sich. Doch jetzt ist die Frage, warum jetzt auf einmal Computer? Verstehe ich nicht. Ja, ich auch nicht wirklich, aber ich muss euch da was erzählen. Und zwar haben wir einen im Team, der total bescheuert ist, und zwar gibt es in Far Cry 5 einen Map-Editor. Und in diesem Map-Editor hat sich unser Jürgen seit Karfreitag hingesetzt und seit letzter Woche haben wir sie offiziell da, die Heinersdorf-Map. Viele werden es von euch kennen, Heinersdorf, wart vielleicht auch schon da. Das Spielfeld der Airsoft-Freunde Sonneberg. Er hat es in mühevoller Kleinarbeit, in 3 Wochen und 3,5 Wochen Arbeitszeit, hat er just for fun diese Map nachgebaut. Und wie ich finde, was ihr gleich sehen werdet, auf jeden Fall sehr detailgetreu aufgebaut. Mit zahlreichen kleineren Gimmicks, Hinweisen auf die Besitzer, auf uns natürlich. Und ja, dementsprechend würde ich sagen, nehme ich euch mal schnell mit und steige mal ein in unser virtuelles Airsoft-Spielfeld. Damit wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß und alles Gute. Jetzt habe ich den Text vergessen. Egal, leg mal los. So, sind wir natürlich im Startscreen. Wir gehen auf Arcade. Und dann dauert es einen kleinen Moment. Gehen wir hier auf Arcade öffnen. Und dort hat man jetzt verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Wir gehen erstmal auf Multiplayer Maps durchsuchen. Da habt ihr dann eine zahlreiche Auswahl von Maps, die es momentan auf dem Markt gibt. Auf Filter hier dann umstellen bei den Kategorie auf alle, wenn es nicht schon bei euch so ist. Wir haben hier verschiedene Spielmodus zur Auswahl, da kommen noch mehr Kategorie und sortieren nach, aber das interessiert uns nicht. Wir gehen erstmal auf nach Map-Name suchen. Die Map-Name ist ganz normal Heinersdorf. Im normalen Spiel heißt es ein bisschen anders. Heinersdorf, Montana, läuft immer TDM. Wenn ihr die Kuh und den Arsch seht, seid ihr richtig. Dann haben wir verschiedene Auswahlmöglichkeiten wie Bewaffnung, aus Favoriten hinzufügen, Map herunterladen oder melden, je nachdem. Ich empfehle es euch auf jeden Fall, die Map gleich herunterzuladen, dann habt ihr das schon. Melden ist jetzt natürlich ein bisschen doof gewesen, da habe ich mich jetzt verklickt. Genau. Ach, was ich vergessen habe, ist, wir empfehlen es euch auf jeden Fall, die Map gleich zu den Favoriten hinzuzufügen. Somit habt ihr es dann später einfacher, die Map auszuwählen. Um die Map zu spielen, braucht ihr immer 2 Leute. Dann geht er auf F1 bzw. private Lobby öffnen, sucht euch ein gemeinsames Passwort raus. Machen wir jetzt irgendwas mal Fiktives. HN, schieß mich tot, Heinersdorf. Ja, könnte man eigentlich so machen. Also, HM für Heinersdorf Montana, JO, warum auch immer, 18. Und okay. Dann dauert es einen Moment, lädt er die Multiplayer Arcade Map und sucht natürlich weitere Spieler. Natürlich, 2 Spieler müsste es sein und die Map ist jetzt vorerst nur für den PC erhältlich. Also für alle PlayStation 4 und Xbox One Spieler, leider guckt ihr in die Röhre, aber das ist auch nicht so schlimm für euch, ihr habt ja genug anderes Zeugs. Ja, wie gesagt, das war's auch schon. Müsst wie gesagt immer 2 Mann sein und dann könnt ihr dementsprechend loslegen. Gut, ich nehme euch gleich mit rein in ein laufendes Spiel und zeige euch mal ein bisschen die Gegensätze. So, starten wir die erste Runde. Nicht wundern wegen ein bisschen Gebabbel im Hintergrund. Wir haben das in einem laufenden Spiel untereinander aufgenommen.
Wie ihr bereits sehen könnt, HD eigentlich zum Verwechseln ähnlich. Als allererstes schnappen wir uns die erste Knarre, gehen runter, kleines Gimmick, Snake natürlich für die Viper. Die MP5 haben wir uns geholt. Wir laufen weiter bis zum nächsten Haus, zum Forsthaus. Dort finden wir das M14 Sokum bzw. das kurze und den ersten Gegner. Grüße gehen raus, Michi, du warst ein schöner Gegner. Dann gehen wir weiter natürlich zum Forsthäuschen, noch weiter hinten zum Forsthochstand, bei die Favelas vorbei. Wie ihr seht, wirklich alles eigentlich originalgetreu. Also da hat Jürgen sich selbst übertroffen. Da haben wir auch schon ein Bild, Jürgen, alias Möse. Also wenn ihr das mal seht, das ist unser Publisher hier. Über Tactic Cool, über die Reifen am hintersten Haus vorbei. Sehen wir das ganze Haus an für sich und der Hinterbau. Dann haben wir hier noch unser Eingangsbereich. Wie ihr auch hier seht, jeweils immer mit ein bisschen Sprengstoff verminen. Wer weiß, wer da alles reinkommt. Dann schauen wir fixer mal hoch auf den Laster. Schauen nochmal drüber aufs Plateau. Da rennt gerade der Lumpi rüber. Total geil gemacht. Plateau auch zum Verwechseln ähnlich mit so genau mit der Flagge sogar. Schnapp uns schnell das M60 und bratzen noch ein Pascal über den Haufen. Natürlich super geil, mit dem Stand irgendwie umgebratzt, so muss das sein. Aber wir wollen natürlich sehen, was ist es im Vergleich zum echten Heinersdorf, und diese Unterschiede werde ich euch jetzt halt mal näher bringen. Fangen wir mit einem der markantesten Sachen, und zwar dem Helikopter hier im Spiel. Schön mit Bretterbuden gemacht, auch mit dem Netz, das vorhanden ist. Und jetzt kommt das echte, natürlich mit schwarzer Vertäfelung, aber die Hauptbauart ist gleich geblieben. Fahren wir schnell mal rum. Der Rotor ist genauso gebaut, genauso wie das, ja, der obere Rotor, sagt man das so? Naja, ist ja egal. Auch der Monitor im Inneren des Helis ist ebenfalls vorhanden und das Netz, wie ihr seht, ist auch hier da. Also hier auf jeden Fall schon mal sehr, sehr geil gelöst das Ganze. Gehen wir weiter zur Funkstation. Die Funkstation hier in Real folgt demnächst auch als virtuelles. Fahren wir schnell rum, die Flagge, die Satellitenschüssel, die Reifenstapel und auch den Holzverschlag ist alles noch an Ort und Stelle. Und genau jetzt, wie ihr auch hier seht, Netz vorhanden, Reifen vorhanden. Auf der Rückseite seht ihr schon die ebenfalls vorhandenen Satellitenschüsseln. Sehr geil gemacht, auch hier ein identisch bis ins kleinste Detail, wie ich finde, auch sehr geil gelöst. Machen wir jetzt noch eine kleine Spielszene zwischendrin, damit ihr das auch vom Hausinneren was seht. Wir haben hier alle zusammen einen Vorstoß abgefilmt, den Treppenaufgang, wie es viele von euch bestimmt kennen und auch schon erlebt habt, wie ihr da hochgeht. Schön im Gänse-Entenmarsch wird da hochgegangen und jeweils immer die obere Front gesichert. Machen wir weiter mit dem Glockenturm oder Kirche, je nachdem wie ihr es nennen möchtet. Auch hier erst die virtuelle Version. Machen wir hier Büsche, Lichteinfall, das Seil von der Seilrutsche vom Dach her. Das ist anders als in Real, können wir aber auch nicht machen. Aber jetzt kommt das echte. Hier seht ihr auch, die Streben sind gleich, die Deckungen, Vertäfelungen, Deckungen sind auch ebenfalls genauso gelungen. Auch der Baum und der Lichteinfall ebenfalls genauso wie in echt auch, wie im virtuell auch. Jetzt haben wir es ja in echt. Und auch hier detailgetreue, schreibt hier Jürgen, sehr, sehr groß. Finde ich wunderbar gemacht, das Ganze. Was wir jetzt haben oder was wir jetzt in echt sehen, ist der hintere Flaggenpunkt, also am Haus der Flaggenpunkt. Hier, wie gesagt, in echt ein bisschen schön windig, damit man die Flagge auch schön sehen kann. Und genau jetzt folgt das Ganze in virtuell, auch hier täuschend ähnlich, leider ohne Wind, also windstill. Und ja,
Gehen wir weiter in Real mit dem Häuserverschlag, also mit dem Barrikadenverschlag, Rückwärtsgang, auch ein anderer Spawn dahinter, hier wird kräftig geballert, das war heute wie gesagt und ja, alles schön gemacht, wer erinnert sich nicht daran, hier mal durchgerannt zu sein und gleich kommt das Ganze in virtuell und genau jetzt wird das in virtuell gebracht. Auch hier, wie gesagt, ja gut, hier liegen jetzt eine Waffe rum, das gibt es in echt jetzt nicht, aber hier auch ebenfalls, selbst Blickwinkel sind original gehalten, richtig geil gemacht das Ganze. Schauen wir uns jetzt noch das Häuser-Hinterteil an, also die Rückseite vom Haus. Laufen wir hier jetzt, wie gesagt, ganz normal im virtuellen Modus mal vorbei, könnt ihr auch schon ins Haus reinschauen. Auch die Vertafelung oben sind in echt drin, also die Bretterbuden. Hier das Ganze jetzt in echt. Klar, die Vegetation ist ein bisschen anders. Grün gegen braun-grün, was auch immer. Hier ebenfalls die Reifen an genau derselben Stelle. Ihr müsst es euch mal anschauen. Das ist, ihr erkennt euch sofort wieder, auch die Schussrichtungen, die Blickwinkel, wie ihr schießt, ist alles dasselbe. Ihr müsst euch das dringend anschauen. Wie ihr es macht, haben wir es euch ja erklärt. Würden uns da hier auf jeden Fall freuen. Aber wie findet ihr das Ganze? Dann schreibt es unten bei uns in die Kommentare rein, ob Jürgen da super Arbeit geleistet habt. Und jetzt machen wir noch ein bisschen Action. Ja, was heißt Action? Ein bisschen Geballer. Far Cry 5, die beiden MG-Bubis hier. Und einen kleinen Vorstoß. Aber hier muss man dann ganz ehrlich sagen, die Rauch ist in echt besser als im Spiel, was ja nicht immer so ist. Kräftiges Geballer auf dem Plateau, hier sieht man auch auf jeden Fall das Plateau. Ebenfalls genau die gleichen Deckungen, überall das gleiche. Richtig geil gemacht von dir, Jürgen. Ja, das war mein kleiner Rundgang von dem ganzen Ding. Und jetzt hat nichts wie husch, 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 ab in Far Cry 5 ballern gehen.